Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witch Hunt. Ja, ich bin gerade total happy, weil ich hatte euch ja in der letzten Folge von dem wichtigen Anruf und so erzählt. Jetzt musste ich halt nochmal telefonieren mit meiner Arbeitsstelle. Jetzt kann es endlich losgehen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, nur ein paar Tage frei. Und dann lege ich wieder los mit der Arbeiten. Und bis jetzt, also wie gesagt, das sind jetzt eigentlich nur noch eine Woche, dann ist soweit. Und ich hatte bis jetzt immer noch nicht das Go, ob ich nun kann oder nicht. Da gab es so ein bisschen hin und her, weil ich die Stelle auch gewechselt habe, weil wir umgezogen sind. Und ja, da gab es so ein bisschen jetzt, das ja, hat ein bisschen gedauert, hat sich jetzt über Monate hingezogen, bis sich das jetzt endlich entschieden hat. So kurz vor knapp, bin jetzt wirklich erleichtert, weil ich dachte, was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht das Go habe und ich nicht hingehen kann, ne? Jetzt hätte ich nicht gewusst, was ich machen sollte. Deswegen bin ich jetzt echt froh, dass jetzt alles geklappt hat und nächste Woche ganz in Ruhe wieder arbeiten gehen kann. Meine Kleine ist ja auch in der Kita jetzt gut angekommen. Das war ja auch alles super. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen privates rumquatsche, aber solange hier nichts passiert, glaube ich, ist das in Ordnung. Ach, flüstern sie doch schon wieder. Jo. Derweil suchen wir natürlich immer noch die Bestie. Oh, guck mal, ein Haus. Ein Baumhaus. Cool. Aber doch, was entdeckt hier? Schön, schön. Oh oh, da ist eine Schlange. Wie sollen wir die denn töten von hier aus? Ich sehe doch gar nichts. Okay. Tot. Oh, nein, nicht tot. Oh, du Mistvieh. Du bist nicht tot? Die kommen jetzt aber in den Schub, oder? Also, weil da scheint ja noch jemand zu sein. Hallo? Ist die jetzt bitte mal tot? Ja, oder? Ja. Dietrich! Was ist das denn? Eine Wutepuppe und das da? Ach, ein toter Rabe. Gott. Oh, ein bisschen Gold. So, die Muni lasse ich mal noch hier liegen. Ein bisschen. Ja, irgendeiner treibt sich doch hier noch rum. Ich sehe nur nicht, wo. Nein! Oh Gott, kein Fallschaden. Gott sei Dank. Ich habe ein bisschen Angst vor Fallschaden. Ja, also, ne, meine Kleine, wie gesagt, ist jetzt auch in der Kita schon seit 3 Wochen. Also, wir hatten eine Eingewöhnung erst. Noch alles. Hat aber super geklappt. Also, ich mache die so toll, ohne Wein, ohne alles. Es ging ratzefatze. Die freut sich auch jeden Tag in die Kita zu gehen. Wird der jetzt bald ein Jahr alt, ne? Also, nächste Woche, wenn ich arbeiten gehe. Mein erster Arbeitstag, dann ist sie ein Jahr alt schon. Entschuldigung, meine Spülmaschine. Jetzt ist sie komplett fertig. Die piept mal zweimal. Also, ne, erst wenn sie fertig ist und dann, wenn man sie ausräumen kann. Gott, was für Themen ich heute erzähle, ne? Bin so gesprächig gerade. Ja, jedenfalls ist die Kleine in der Kita jetzt. Deswegen habe ich jetzt gerade noch ein paar Tage frei, weil sie jetzt so gut in der Kita angekommen ist. Jetzt so die Eingewöhnung abgeschlossen ist. Und sie sich ja daran gewöhnen muss, dass sie lange da sein wird, weil ich gehe wieder Vollzeit arbeiten. Der Papa von meiner Kleinen geht auch Vollzeit arbeiten. Deswegen... Ach, da. Okay, wieder nicht so gut gelaufen. Kannst du bitte schneller rennen? Ja, deswegen muss sie sich daran gewöhnen, dass sie leider lange in der Kita sein wird. Und... Ja, jetzt üben wir das quasi schon mal. Oh, scheiße. Das muss ich auch noch üben. Ja, wir waren ja zum Glück noch nicht so weit weg. Es ist noch nicht so viel passiert. Wo war das jetzt mit dem Baumhaus? Ich glaube da so, ne? Hm. Jo. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Freizeit. Ne, für mich noch ein paar Tage nutzen. Bis ich auch wieder arbeiten bin, ganz lange, und dann kann ich nur noch abends ein bisschen zocken, wenn ich alleine quasi bin oder die Kleine schläft. Oder ja, mal am Wochenende vielleicht. Aber halt, das kann ich dann halt nicht mehr so oft dann. Deswegen nehme ich jetzt ganz viel auf, weil ich so viel Zeit habe und weil es mir auch Spaß macht. Ich habe schon ewig nicht mehr so lange am Stück das aufgenommen. Geschweige denn überhaupt. Was gezockt, ne? Ja,
Eigentlich wollte ich hoch und nicht runter. Rippala. Okay. So, Trich hier. Und hier war das. Genau. Gehen wir da runter. Wupp. Wir gehen einfach mal weiter in die Richtung. Ja, also sie ist ja die Kleine, also meine Kleine. Nochmal auf das Silber. So lange ist sie ja noch nicht in der Kita, also zeitlich, ne? Zum Frühstück und zum Vesper halt. Und wenn wir halt arbeiten, wenn ich arbeiten bin, werde ich sie wahrscheinlich eh nicht abholen können, weil ich noch später noch länger arbeite sozusagen. Ah, ich freue mich. Es ist einfach schön. Und wie gesagt, ein Jahr ist jetzt schon fast rum, ne? Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So, wo bist du, Kreatur? Wo versteckst du dich? Ist schon ein ganz schönes Stück. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch in die richtige Richtung laufe. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht auf dem Berg sie besser sehen. Weil letztes Mal hatte sie sich auch so seltsam versteckt, ne? Was ist das hier? Oh! Nehmen wir doch mal mit, ne? Falls wir nicht sterben. Ui. Toll. Was ist denn das da? Ist das normal? Das Weiße da? Ich weiß nicht, ob ich mich. Ich traue mich da nicht hin. Ach, er tötet das uns auch. Aber es leuchtet weiß. Das Weiß leuchtet, kann doch nicht böse sein, oder? Aber die Kreatur ist ja gerade in der Nähe. Eigentlich bin ich auch zur Kreatur. Wo sind wir denn da so? Ach komm, wir gehen jetzt dahin. So weit sind wir ja nicht weg von. Naja, komm, wir sind schon ein Stück gelaufen von unserem. Oh Gott, Speicher. Oh Gott. Entschuldigung, ich bin erschrocken von unserem Speicher-Dingens. Oh Gott, ich habe so schlecht gezielt. Komm, ich gehe da jetzt hin. Noch 9 Muni. Komm, was weiß, es kann doch bitte nicht schlimm sein, oder? Lass es was Gutes sein. Ich denke, es will, dass ich ihm folge. Okay. Es wartet, wenn ich jetzt stehen bleibe. Was, wenn jetzt Monster kommen? Dann ist es dann weg oder so? Ich glaube, es bleibt nicht stehen. Ich will es irgendwie nicht ausprobieren. Wo bringt es uns hin? Da ist irgendwo ein Monster. Zorn der Natur erhöht den Radius des Kurzwechsels auf 200 Meter und den Schaden auf 200 AP. Wunderschön. Danke. Irgendwas ist da. Hat es jetzt Frieden gefunden? Wird sie sterben, Leute? Es lebt natürlich immer noch. Scheiße. Mal kurz gucken. Wir müssen einfach nur geradeaus rennen. Aua. Da. Ist er jetzt tot? Na endlich. Bam, Mann, 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 Mann.
Mana, 100 von 100. Dann würde ich mal vorschlagen, ich gehe nochmal zurück und wir gehen speichern. Jetzt würde ich auf die Kreatur jetzt treffen. Manche Stellen sind echt verdammt dunkel. Ich will erst speichern. Und vor allem haben wir auch nicht mehr so viel Muni. Könnten wir uns vielleicht doch die Muni aus dem Baumhaus langsam mitnehmen? Da ist unser Speicher. Felsen. Das machen wir jetzt einfach, weil wir so weit weg sind von den anderen Sachen. Und wir haben ja auch genug Mana gerade. Wir haben 8 Kugeln. Beides aufgeladen? Nee. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, ne? So, wo ist die Bestie? Baumhaus ist hier irgendwo links. Da könnten wir demnächst die Muni einsammeln. Wo rennt der rum, der Junge? Bap, bap, bap. Wo? Da. Jawoll. Mann. Oh, oh. Da ist er. Da ist er. Schnell, schnell. Rennt er weiter? Irgendwas kommt da noch. Oh nein, nicht so ein Krabbler. Scheiße. Das ist jetzt kacke. Ich muss doch auch erstmal hier wieder mich erholen. Oh, was ist das so dunkel? Hat das Kruzifix hat es erledigt, ne? Nach allem, was ich in diesen Wäldern sah, wurde klar, dass dieses Monster von einer mächtigen Hexe erschaffen wurde, die sich in diesen Wäldern niedergelassen hat. Ich habe nachgeforscht und ich glaube, ich weiß, wie man sie findet und tötet. Okay. Es hat unser Kruzifix jetzt das den Wolf da getötet, ne? Oh, voll geil. Yay! Oh, wir haben's überlebt. I gathered some ammo for you. Don't forget to pick it up from the table. Boah, ein bisschen. Boah, geil. Danke, meine ich. Freundlich. Ich würde gerne aber erstmal mich heilen. Muni. 27. Wisst ihr was? Ich werde das erstmal ganz kurz dann lassen. Ich werde mal rausgehen. Das wird ja auch nicht. Das ist jetzt aber neu, ne? Ich gehe mal so eine. Warte mal, wo war denn das? Das war da oben, ne? Bin verwirrt. Muss mich erstmal wieder orientieren. Ich werde mal hier so eine Pflanze aus dem Haus ausholen. Irgendwo hier gab es auch ein Pflänzlein. Gab es hier nicht irgendwo eine Pflanze? So eine Heilpflanze? Oh Gott. Ernsthaft? Der Stuhl hat sich doch bewegt. Der stand auch vorher nicht hier. Ich bin sehr sicher. Vor allem ist hier noch was wir mitnehmen können. Guck mal. Auch schieben. Naja, also anwackeln. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sich dieser Stuhl da bewegt. So, hier gab es kein Pflänzchen, dann halt nehmen wir halt das Pflänzchen aus dem Schuppen hier. So, ich fühle mich dann einfach wieder besser. Und jetzt gehen wir zum Händler. Definitiv. Und ich hole mir die Munitionstasche. Und dann können wir nämlich die andere Munition da mitnehmen. So, Munitionstasche hätte ich gern. Hi! Da ist er. Munitionstasche 100. Jetzt haben wir noch 297. Jetzt könnten wir eigentlich speichern, um dann die Kopfgeldjäger-Lizenz zu bekommen und dann auch mehr Gold zu bekommen. Das scheint mir auch sehr sinnvoll. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Muni. Schauen wir mal, wie viel das so. Hätte sich aber sonst nichts weiter verändert. Aber hier ist jetzt offen, war hier nicht vorher zu? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Gut, wir haben wie viel? 7. Jetzt haben wir 15, okay. 23. Also immer 8 kriegen wir, ne? Ich bin so ein Held im Kopf rechnen. Entschuldigung. Okay, cool. Aber was anderes erzählst du jetzt nicht? Was ist denn so die neue Bestie? Ist das jetzt die Hexe oder was? Die Hexe, die die Bestie quasi erschaffen hatte?
ich das richtig verstanden? Voll cool, wir haben die erste Beste erledigt. Ich bin so stolz. Das Bedürfnis eigentlich richtig, richtig zu speichern, weil ich Angst habe, dass das mal nicht so klappt mit dem Speichern. Aber eigentlich ist es das Schwachsinn. Ich bin so ein Horst. Oh Leute, ich bin ja der Vollhorst. Ich habe jetzt echt die Heilpflanze gegessen. Hier gibt es das doch, was Schwachsinn, weil der Typ, der heilt uns doch. Fällt mir jetzt gerade ein. Heilt der uns kostenlos? Der heilt uns kostenlos, danke. Dann brauchen wir die ganzen Heilpflanzen, die jetzt hier im Dorf rumstehen, ja theoretisch gar nicht. Guck mal, die Leute sind weg. Also die Frau sitzt jetzt da, die saß vorher da. Der schlafende Mann ist weg, aber sie spricht immer noch nicht mit uns. Okay, Dietrich haben wir 9. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Ich muss auf jeden Fall wieder. Achso, ja, hier geht ja die Karte nicht. Also, wie ich es jetzt verstanden habe, müssen wir jetzt eine Hexe jagen, ja? Ist das richtig? So, ich reise zur Cabin, dann sind wir auf jeden Fall so mittig, sehr zentral. Von da kommen wir überall ist gut hin. Da könnte ich jetzt theoretisch nochmal hochlaufen und die Munition aus dem Baumhaus nehmen, weil wir wissen ja jetzt anscheinend, sind das immer 8er-Packs, ne? Glaube ich. Oh, da stand was. Ich hab's nicht gelesen. Finde und zerstöre den Opferbaum. Ich hab's nicht gelesen, verdammt. Ich war gerade so voll so. Das ist ja doof, den Opferbaum. Okay, der wird uns auch mit einem Herzschlag angezeigt. Ach, warte mal, wir können doch hier Tagebuch machen, ne? Wenn ich jetzt mal wieder dahin komme. Oh. Zur Hölle. Was zur Hölle war das denn? Nicht der Opferbaum, da läuft doch die Hexe und die kam direkt auf uns zu, oder? Wie darf ich das jetzt verstehen? Was war das? Ich hab's doch nicht gesehen, ich war gerade nicht da. Scheiße. Was ist das da los? Okay, Pause. Ganz kurz Pause. Okay, ich habe ganz kurz geguckt, wie viel lange wir aufnehmen. Noch nicht so sehr lange, aber eigentlich auch schon ausreichend. Wartet mal, da war doch auch noch. Da kommt was. Das ist jetzt aber nicht der Flüsterer. Das können wir doch aber so nicht töten, weil wir es doch gar nicht sehen. Ich habe in beiden keine Muni drin. Das war jetzt das, was uns getötet hat. Aber es ist nicht die Hexe, oder? Was ist das? Das ist aber auch kein Flüsterer. Ich bin verwirrt. Ich wollte doch eigentlich nachlesen gerade noch. Kommt das da schon wieder? Das kommt doch da schon wieder. Ah! Nein! Hau doch einfach ab! Geh jemand anders auf den Sack. Ich muss einen Opferbaum finden. Irgendwie sowas. Ich will eigentlich mich gerade mal kurz verstecken und lesen. Ich wollte doch nur lesen. Ich weiß nicht, ob wir weit genug entfernt sind. Nein. Und wir haben schon wieder. Der Baum, der steht aber irgendwo, oder? Der wird jetzt nicht umherlaufen. Keine Ahnung. Kann ich ins Haus rein? Bin ich im Haus sicher? Ich will mal ganz kurz was lesen, Leute. So, ich verstecke mich jetzt hier. So, seht mich nicht, ich seht mich nicht. Ich wollte mal ins Tagebuch da. Oh nein, das spinnt ja hier jetzt auch wieder rum. Warum? Ähm.
Genau, dann ist es das Letzte. Wenn es im Wald eine Hexe gibt, sollte ich in der Lage sein, den Opferbaum zu finden. Dieser Baum ist aktiv, wenn es regnet. Also wird es möglich, ihn mit meiner Fähigkeit zu finden. Die Zerstörung dieses Baumes sollte die Hexe verwundbar und weniger mächtig machen. Die kommt wirklich rein, die geht jetzt die ganze Zeit auf den Sack. Oh je. Okay, ich mache mal kurz Pausebildschirm. Das sollte ja jetzt, ja, Spielpause jetzt steht da. Gut. Ich glaube, ich cutte hier dann doch mal an dieser Stelle die Folge, denn ich glaube, das wird sonst zu viel jetzt noch werden. Wie scheint, ich habe es jetzt verstanden, die Hexe ist also unser nächster Gegner. Die verfolgt uns jetzt hier lustig, flockig die ganze Zeit. Juhu. Wir können ihr sie nicht verwunden, erst wenn wir dem Opferbaum Schaden zugefügt haben, was auch immer wir mit dem Opferbaum machen sollen. Keine Ahnung, wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Bleibt dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.